Du kommst nicht vorbei. Und ihr kommt nicht an diesem Let's Play vorbei, ohne es zu schauen. So. Und weil ich hier jetzt in Elrond bin, beziehungsweise bei Elrond, im Elbental, werde ich jetzt erstmal den Busch kaputt hauen und voll auf die Kacke hauen hier. So. Weil jetzt weiß ich ja, die muss man komplett kaputt schlagen, um Materialien zu bekommen. Ich bin jetzt voll der Lego Pro Gamer. Wenn das Let's Play beendet ist von Herr der Ringe, kommt übrigens noch ein anderes Lego Let's Play. Weil mir das voll Spaß macht und da habe ich beschlossen, ich mache noch eins. Mit einem anderen Thema. Aber welches das sein wird, werde ich nicht verraten. Haha. Seht ihr mal, wie gemein ich bin. Gandalf! Herr Elrond. Ungewöhnlich für Orks, unserer Grenze so nahe zu kommen. Irgendetwas oder irgendjemand hat sie wohl angelockt. Ah, das könnten wir gewesen sein. Willkommen, Thorin, Sohn des Thrain. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Und was wolltet ihr auf der großen Oststraße? Unsere Angelegenheiten gehen die Elben nichts ab. Du meine Güte, Thorin, zeig ihm die Karte. Kleiner sturer Zwerg, du. Erebor. Ah, Kirf Ithil. Mondrunen. Vermögt ihr sie zu lesen? Hä? Und jetzt? Wah! Ah! Ach, da kann man runter. Oder nee. Warum sind da unten diese Münzen? Fall ich da voll runter, ey. Ach, das ist jetzt wieder so offenes Spiel, oder was? Ich will kein offenes Spiel. Das kann ich am Ende vom Let's Play machen. Hallo? Das ist bestimmt Awen, oder wie die heißt. Nein, ich kann nicht helfen. Weil ich muss ja was erledigen, ne? Ich muss ja Mittelerde retten, also... Erst muss ich Erebor. Entschuldigung. Erst muss ich Erebor zurück. Und dann halten wir Mittelerde mit der Macht der Zwerge. Und ganz viel Gold. So. Lalalalala. Ich müsste die eigentlich alle einsammeln, ne? Aber ach, ich bin so faul. Guck mal, ich mache hier voll die Sachen kaputt. Die Elben sagen natürlich gar nichts. Och, macht unsere Bäume kaputt, die 3000 Jahre wachsen mussten. Scheißegal. Den Busch. Komm, da ist Holz drin. Den brauchen wir. Hey. Ach, das war dem sein Zauberstab. Oh. Oh. Lol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 
seinem Kopf aufschlägt. Sein Plastik-Lego-Kopf hier. Ah. Stellt euch an den grauen Stein, wenn die Drossel schlägt und die untergehende Sonne ihren letzten Strahl am Durinstag hinabfallen lässt auf das Schlüsselloch. Wir müssen genau an der richtigen Stelle stehen, genau zum richtigen Zeitpunkt. Dann und nur dann kann die Tür geöffnet werden. Manch einer würde dies nicht als weise erachten. Ist er gleich beleidigt. Sag mir, Gandalf, hattest du im Ernst geglaubt, es bliebe unbemerkt, was du im Schilde führst? Der Drache beschäftigt euch schon lang. Hier ist etwas am Werk, das viel bösartiger ist als Smaug. Eine Morgul-Klinge. Sie sprechen von einem Nekromanten in Dol Guldur, ein Hexer, der die Toten wieder auferstehen lassen kann. Gandalf, Sauron wurde bezwungen. Er wird seine volle Stärke nie wieder erlangen. Doch das Anliegen dieser zwergischen Unternehmung beunruhigt mich zutiefst. Mein Herr Elrond, die Zwerge, sie sind fort. Ja, der böse Hexen. Ist er mit eigentlich jetzt der Hexenkönig gemeint? Oder Sauron? Würde mich mal interessieren. Beides wahrscheinlich. Ich meine, diese neuen Ringgeister, die gehören ja zu dem. Und der böse König auch. Unbeirrt vom Ratschlag der Elben und des Weißen Rats setzten die Zwerge ihre Reise zum einsamen Berg fort. Ihr Weg führte sie über den hohen Pass, wo sich das Wetter zunehmend verschlechterte. Und es Lego regnet. Boah, krass. Goat Simulator. Oh, lecker. Finde immer cool, wie in den Kinderfilmen immer das Fleisch ausgesehen hat, so wie eben das Stück Lego. Da hat man immer voll Hunger bekommen, wenn man so Donald Duck oder so Sachen gesehen hat. Oder Roadrunner oder so. Da hat das immer so ausgesehen. Boah, was ein Wetter. Ja. So, Rätselspaß 2000. Bam. So, mal gucken. Okay. Ich finde das cool, dass man da einfach hingehen muss und dann zum richtigen direkt wechseln kann. Okay. Genau, der hat nämlich den Speer. Den kann man ja hochklettern. Okay. Hoch. Wow. Ach so, ich brauch da einen Teil. Moment mal. Hab ich das schon? Ja. Ach, das ist der, der abbauen kann. Hoch. Verpeilt. Ich glaube, ich muss mit dem. Wo ist er denn? Der Anführer. Dem muss ich, glaube ich, da hoch. Hallo? Verdammt! Leute? Ja, ja. Unzerstörbare Superstein. Ach, da ist es doch. Ich hab's gefunden. Lalalalala. Ach, die lassen das fallen. Okay. So, du. Komm. Hä? Moment. Ah! Ach, geh du halt zuerst hoch. So. Hey, ist der falsche, oder? Genau, zuerst muss der hier hin. So, dann muss der hin. So, dann muss der da hin. Komm schon, wir müssen uns beeilen, die müssen gerettet werden da unten. So, jetzt kommst du, Anführerman hier, super, Mega-Zwerg. Nimm das Ding. Wo ist es, Leute?
Haben die das jetzt eingesammelt? Wo ist denn das hin? Hä? Hallo? 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 Wir haben das jetzt eingesammelt. Willst du mich verarschen? Oh, das liegt da hinten wieder. Was ist das denn für ein Scherz? Ich such das die ganze Zeit. So. Los geht's. Halte Y gedrückt, um das Spielrad aufzurufen. Wähle. Ja, genau. Ich glaube, Bilbo war unten, ne? Wo ist er denn? Hey, cool, wie das Bild gewechselt ist. Oh, Entschuldigung. Ah, wie ich immer alle hauen muss, aus Versehen. Tut mir voll leid. Bam, weg mit dem Zeug. Kaum Platz. Ah, Take Team. Komm. Bam. Wow, yeah, Bonus. So, wo ist dieser Typ? Nee. Hä? Wo ist denn der Typ mit dem Ding da? War das der hier? Ja. Ah, okay. Cool. Wow. Wow. Oh mein Gott. Ich finde das cool, dieses Ding, wenn er das so dreht. Hui, hui. Voll Imba. Ah, wo ist denn der Bauarbeiter-Typ? Hallo? Ich glaube, der ist oben, kann das sein? Leute? Ne, der muss hier sein, weil wir das abbauen sollen anscheinend. Hä? Ja, denkst du, ich könnte mir mal die Leute da merken? Hat der das Bauarbeiter-Ding? Nö, da die Wurst. Der hat's. Der hat's. Nee, echt jetzt. Der ist das ja. Der ist aber oben. What? What? Alles klar. Finde ich aber cool, dass die Teile wenigstens rumhüpfen, damit man weiß, hier, mach was. Ja. Oha, Hilfe. Oh mein Gott, wir sind voll schwindelig. Was denn? Teile, Teile, wir können bauen, Teile. Die hüpfen, die rufen nach uns. Die sagen, bau mich zusammen zu einem Konstrukt. Einem Imba-Konstrukt. Eine noch nie dagewesene Lego-Burg. Ja, oder so. So. Ah, warte, warte, warte. Das war schon der richtige. Hä? A. X. Komm. A. A. Verstehe. Ah, jetzt müssen wir wieder wechseln. Moment. So. Alles klar. Uah! Kommt, Leute. Ah, sehr gut. Klappt doch wunderbar gerade. So, Take Team. Komm, Bilbo. Bilbo Baggins. Bam. Sehr gut. So. Okay. Ja. Ach so. Okay. Schon wieder was zum Abbauen. Brauche ich den anderen Typ. Okay. Alles kaputt machen. Können wir alles noch gebrauchen vielleicht. Mann, ist das ein scheiß Wetter hier unten. Überhaupt auf dem Berg hier. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir bauen? Bauen, 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 bauen. Nein? Vielleicht noch mehr Teile holen? Jetzt können wir bauen. Aber man muss immer genug Teile zusammen klatschen. Geht das? Ja, 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 ist ja gut. Ich mache ja schon. So. So. Muss doch hier vorne irgendwo sein, oder? Aua. Geht's noch?
Was sind die Ställe? Hä? Warte. Nee, nee, nee. Den. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Da unten stehen sie. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie schon. Wir kommen. Wir kommen. Halte durch. Halte durch. Ich komme mit meinem dicken Hammer. Ja. Scheiße. Was? Ach nö, schon wieder. Okay, nochmal. Räuberleiter-Power. Komm, einmal. Dann der Speertyp. So, dann der Typ. Der andere Ding-Typ mit dem Stab. Ah, nee. Oh, jetzt muss ich wieder so ein Ding finden, oder was? Hallo? Ach, da oben ist schon eins dran, glaube ich. Ja. Ja. Hä? Was ist das denn für eine Logik? Die hätten sich doch daran festhalten können, hätte ich die hochziehen können, oder? Hä? Okay, egal.